Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich pack mal wieder die Pilzsiegel ein, weil jetzt gehen wir Mixer machen. Jetzt ist der Mixer in der Nebelzone mal dran, dass wir das auch abgeschlossen haben. Dann sind wir nämlich im unteren Bereich komplett fertig. Das wäre dann eigentlich, ja, Termitenzone wäre das nächste und das ist ja dann schon obere Zone. Aber hier unten haben wir dann alles bis auf den einen Rasenpunkt alles abgeschlossen. Da muss ich halt nochmal gucken, was da fehlt. Ah, blöde Fliege, hau ab. Super. Ich glaube, ich spinne. Wo hast du meinen Speer hin, du blödes Vieh? Da liegt er. Danke. So. Dann auf zum Mixer. Oh, hier wollt ihr mich veräppeln oder was ist hier los? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich glaube, ihr spinnt doch. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Kommen wir hier irgendwie. Oh. Hier sollten wir vielleicht mal runtergehen. Ja, hier gehen wir vielleicht mal runter. So. Da haben wir auch. Ah. Ja, komm, wir machen erst alles platt, bevor wir wieder hier stehen. Und ich wollte auch eigentlich einen Mixer machen. Den machen wir auch diese Folge. Egal wie lang die Folge geht. Und wenn sie 10 Stunden geht, das ist mir wurscht. Heute wird Mixer gemacht. Aber irgendwie, irgendwas lenkt immer ab, ne? So, nehmen wir uns einmal die Feder mit. Oben die Mixer wären auch interessant, weil die werden nicht so einfach sein. Komm, hier das Gedöns nehmen wir auch gerade mit. Das nehmen wir doch alles noch mit. Den natürlich auch. So, da haben wir das auch. Dann sammeln wir den Kram noch mit in. Dann geht's hier weiter. Jetzt habe ich wahrscheinlich nichts zum Essen einstecken. Nö, nicht wirklich. Das kriegen wir aber. Irgendeine Laus, irgendein Getier werden wir uns hier sammeln. So. Na komm, Essen brauchen wir jetzt keins. Ich bin auf der falschen Seite. Stimmt, damals habe ich hier sogar eine Brücke drüber gebaut, damit wir nicht jedes Mal hier... jetzt müssen wir den Stein hoch und... Aber cool, wir haben die Zone hinten fast abgeschlossen. Es ist wirklich fast alles fertig. Fast. Ja. Geht mir doch nicht alle auf den Zeiger hier. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun, ihr blöden Viecher. Gut, also Mixer herstellen, den mauern wir wieder ein, dann ist es nämlich alles ein bisschen einfacher. Und ich weiß, ja, es wird jedes Mal in den Kommentaren geschrieben, mit du brauchst es ja gar nicht einzumauern und hin und her. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Lieber eingemauert, anstatt 100.000 Mal repariert. Und es dauert 2 Minuten, dann ist das Dingens hier fertig und gut ist. So...
Aha. Kommen die ersten Mistviecher. Gucken, ob wir hier auch wieder von dem einen oder anderen Tier eine goldene Karte kriegen. Wäre ja ganz geil. Jetzt kommen die Rüssis. Komm, die locken wir mal kurz, dass die schon mal... Komm, geh hoch. Du dürfst auch hochgehen. Ich weiß, der Marienkäfer geht am besten eigentlich mit einem Hammer. Den nehmen wir uns jetzt auch. Oh, wir haben Schwertmeister gekriegt. Sehr geil. Obwohl, ich hätte auch mal in die Mutation reingucken können. Was wir da wieder für einen Käse eingestellt haben. Den ganzen Abfall mal einstecke. Oh, halbe Mixer haben wir ja schon wieder. So, dann gucke ich mal kurz in die Mutation, weil ich habe bestimmt wieder irgendwas an. Ach komm, der kann weg. Den machen wir rein. Wo denn? Ah. Na, lässt du meine Wand in Ruhe? Super. Da vorne kommt wieder was. Da ist wieder Kleingefiechs. Okay, okay. Da haben wir eine Laus. Aha, aha. Hälfte haben wir schon. Den mal kurz aktivieren. Komm, ihr dürft alle knallen. Du auch. Na komm, mach was. Die so blöd, die Viecher. Klar, so kriege ich keine goldene Karte, aber naja. Ah, haben wir doch den Mixer auch gleich. Sehr schön, dann haben wir die Zone abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Überall tote Rüssis. Gute ist, das trockene Gras brauchen wir auch immer mal. Und da bin ich immer zu faul zum Sammeln, deswegen ist es gut, wenn sie hier alles wegspringen. Nehmen wir uns hier halt alles mit. Was qualmt denn hier noch? Ah. Ah. Mach doch nicht so einen Krach, Junge. Ja, jetzt dreht er sich rum und geht fort. Das kannst du jetzt vergessen. Jetzt gibt's auf die Schnauze hier.
Der hat sich geheilt. Ich glaube, der spinnt doch. So, ich glaube, wir haben die untere Zone beendet. Wir haben alles. Gibt nichts mehr. Jetzt geht's alles ein bisschen schwerer voran. Die obere Zone ist nicht mehr ganz so spaßig. Sondern wie ihr seht, die Pilzwand hat Schaden bekommen. Das heißt, hätte ich keine Pilzwand drum gemacht, hätte der Mixer Schaden bekommen. Und besser ist es natürlich, wenn man das ganz ohne Schaden hinbekommt. Ja, geil. Das ist immer ein schönes Bild. Das ist mal ein schönes Bild. So, einsammeln und wieder nach Hause. Aber erst checken wir nochmal, ob wir wirklich alles jetzt hier haben. Daten, ja, hier brauche ich nicht gucken, aber Orte ist natürlich jetzt auch alles abgeschlossen gewesen. Ja, hier war es nur noch der eine Rasenpunkt. Und jetzt geht's an den oberen Rasen. Der obere Rasen. Ist sie denn nicht? Haben wir die nicht schon in Gold? Soll ich mal gucken. Sind sie infizierte? Nee, haben wir noch nicht. Schon 34 getötet, noch keine Gold mehr. So. Dann halt nicht. So, jetzt muss ich nur gucken. Der schnellste Weg nach Hause. Gehen wir hier lang. Oh, warte mal, das können wir doch gerade nutzen. Da war doch was. Ach, da oben. Was war das? Ach, die Läuselatschen. Was ist denn da unten passiert? Ach, du Heiliger. Sehr schön. Zone abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Ja, es liegt noch der ein oder andere Punkt irgendwo rum, aber ja. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Da legen wir keinen Wert drauf. Ist nichts wie heim. Und da müssen wir mal gucken. Obere Zone müssten wir jetzt unter den Schuppen. Wäre das nächste. Ach, kriegen wir hin. So. Das heißt, einmal reparieren und dann sollte ich nochmal neue Heilung herstellen. Heilung. Hier neuen gestampfte Kram. Nehmen wir die jetzt. So. Ach nee, wir brauchen ja noch den Mixer im Sandkasten. Ah, Der Mixer im Sandkasten. Wollen wir den gleich probieren? 26 Heilung habe ich noch einstecke. Nehmen wir ein bisschen was mit. Kann ich noch irgendwie... Oh, wir haben ja gar nichts mehr. Ja doch, Kaugummi. Hauptsache irgendwas. So, das heißt, die restlichen Milbengedöns kann weg. Ne, bei Tiere. Und dann mal gucken, wir haben hier den normalen, dann machen wir den hier unten auf die Bömmchen. Ei, dann würde ich sagen, was sagt die Uhr? Fast 17 Uhr. Ja, warte mal kurz auf ein bisschen Reparaturkleber, dass wir das Katana noch reparieren können und den Helm nochmal reparieren können. Und dann versuchen wir einfach den Mixer hier hinten im Sandkasten auch direkt noch machen. Aber gut ist, wenn wir jetzt ein bisschen warten, dann ist es nämlich dunkel, dann haben wir keinen Brutzelschaden mehr. Ja, dann würde ich aber an der Stelle jetzt einen kurzen Cut machen,
bevor wir jetzt hier 10 Minuten rumstehen und nichts machen können, ne? Geht gleich weiter. So, dann, es wird dunkel. Wir haben unseren ganzen Kram repariert. Auf geht's in den Sandkasten. Bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Weil die Ameisenlöwen sind nicht gerade ohne. Na, wenn wir jetzt tauschen, wir nehmen anstatt Katana, nehmen wir jetzt hier unten unser salziges Ameisenlöwenschwert rein. Ich denke mal, damit könnten wir sie recht gut klein kriegen. Dann mauern wir das Ganze wieder ein, in der Hoffnung, dass die keinen Schaden machen. Habe ich das Reparaturwerkzeug überhaupt dabei? Habe ich auch dabei. Wir haben Essen dabei, wir haben Trinken dabei. Ich denke, das sollte hinhauen, hoffen wir es. Und dann sind wir fertig hier unten in der Zone. Dann ist endgültig fertig. Dann ist nichts mehr. Und rein theoretisch könnten wir dann als nächstes den Mixer machen bei der Termitenzone, dass der auch gleich erledigt ist, obwohl ich mich da am meisten davor drücken wollte, weil der ist echt nervig. Komm, hier, das nehmen wir gerade mit, wenn wir schon hier sind. Aber er sollte funktionieren. Wir müssen ja letztendlich alle Mixer machen. Wir wollen ja die 100%. So, wichtig ist immer beim Sandkasten, wenn ihr den Mixer machen wollt, am besten abends. Ich weiß, ja, von der Beleuchtung her ist er ein bisschen blöd, aber ihr kriegt keinen Brutzelschaden, weil wenn ihr da rumsteht und auch noch brutzelt, beschissen, da geht's doch gar nicht. Und um 15.30 Uhr hätten wir noch die, ja, den salzigen Morgenstern holen können. Schreibe ich mir auch nochmal auf. Morgenstern. Der nicht vergessen geht. Weil den habe ich schon oft genug jetzt vergessen. So, nochmal was trinken. Und dann gucken wir da nochmal in den Eimer rein. Es kann sein, dass da noch was drin liegt. Kann sein, ist aber nicht. Den nehmen wir auch mal mit, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch das Amulett bekommen. Wobei man auch wieder sagen muss, die Amulette sind nicht notwendig für das Spiel, ne? Ist nice to have. So. Das heißt, hier auch nochmal alles einmauern. Dann machen wir zwei Mixer in einer Folge, das ist auch mal was Geiles. Hier kann es halt passieren, dass die sich unten durchgraben, ne? Das passt schon mal nicht. Müssen wir näher dran. Da müssen wir ein bisschen näher dran. Hm. Ah, müssen wir es so machen. Ist blöd, aber müssen wir so machen. Und hier bin ich jetzt mal gespannt, weil die sind nicht gerade ohne. Die Ameisenlöwen, die haben es ganz schön drauf, die Viecher. So, einmal aktivieren. Einmal zack. Einmal Schwert in die Hand. Dann nehmen wir hier den noch dazu. Da ist schon der erste. Das ist schon blöd. Ja, es geht, es geht, es geht. So, dann drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Schöne ist, die konnte man sonst immer töten, wo sie dann in den Boden gegangen sind. Aber das geht nicht mehr. Das haben sie ja mittlerweile deaktiviert. Komm raus. Junge. Aber da sieht man, jetzt habe ich das Ganze hier ein bisschen mit Salz hochgelevelt. Und man sieht schon, schon sind sie nicht mehr ganz so das Problem. Ja, der geht wieder auf die Mauer. War ja klar.
die hat schon. Können wir mal gucken, bevor da wieder einer da ist. Na komm raus. Die Hälfte haben wir doch schon. Immer ein bisschen nachreparieren. Gerade bei so Gegnern, die auch einen großen Schaden machen. Weil ihr habt ja schon gesehen, der Mixer drin hat einen Schaden bekommen. Aber das sollte kein Problem sein. Das sollte man trotzdem schaffen. Wenn wieder mal was kommt. Ah, die ignorieren mich auch, ne? Die gehen jetzt hier an der Wand wieder raus, die blöden Mistviecher. So, weiter reparieren. Sieht gut aus. Ah, ne, da haben wir noch einen. So. Und dann haben wir den Mixer auch gleich abgeschlossen. Dann haben wir sogar zwei Stück in der Folge gemacht. Ist doch auch klasse. Hier kommt wieder irgendwo einer. Das ist auch blöd. Also ich sag mal, dass die keinen Schaden mehr kriegen, wenn sie im Boden sind. Das verstehe ich noch. Aber wenn sie gerade in den Boden reingehen und ich dem noch mit dem Schwert auf den Kopf rumhau, müssten sie trotzdem noch Schaden kriegen. Na auf. Einer müsste noch kommen. Weil vielleicht auch noch zwei. Ah, zwei. Guck, und da kriegen sie schon keinen Schaden mehr. Und der nächste Mixer. Jetzt sind wir aber mit der Zone unten fertig. Jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt gibt es endgültig nichts mehr hier ohne. So, 13.000 Punkte und wieder 4 Zähnchen. Das ist doch geil, oder? Das ist doch schön. Was wir jetzt mal probieren könnten, aber soweit ich weiß, geht es nämlich nicht mehr, ob man auch im ohne 15.30 Uhr warten zu müssen. Ja, da unten der. Ob wir das ausgraben können, aber das geht, soweit ich weiß, nicht mehr. Also zumindest bei mir ging es das letzte Mal auch nicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwo, hier haben wir die Schaufel. Jetzt können wir hier gucken. Hier müssten wir es nämlich irgendwo ausgraben können. Aber, wie ihr seht,
könnt, taucht da nichts mehr auf. Gehen wir mal weitersuchen. Ist normal hier irgendwo. Ne, es geht wohl nicht. Doch. Ach, guck mal, müssen wir doch nicht bis 15:30 warten. Geht's doch noch. So, zack. Gehen wir noch schnell den Morgenstern holen und dann sind wir hier durch. Wie geil ist das denn? Alles fertig. Das haben wir in kürzester Zeit alles durchgeballert hier. Wie geil ist das denn? So, da gibt es hier einmal das Rezept und der nächste Zahn. So, jetzt kommen wir wieder nach Hause. Sehr schön. Das heißt, als nächstes müssen wir unter dem Schuppen aufräumen. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir erst den Termitenmixer machen, weil dann ist die Ecke auch abgeschlossen. Und dann arbeiten wir uns vor zum Schuppen und dann sind wir auch schon fast am Endgame, ne? Warum kriegt der da schon keinen Schaden mehr? Warum habe ich keine Ausdauer mehr? Lass mir doch die Ruhe. Da wollen wir dran. Hallo, da wollen wir dran. Stechmückenrapier, okay. Dann. Hunger, Durstabzug will ich nicht. Mama Heilung. Und was geht hier noch? Hier gehen wir auf die. Gehen wir auf die Pfeile. So, jetzt ab. Nix wie nach Hause. Ab. So, jetzt aber heim. Nee, nicht heim. Wir müssen weiterkämpfen. Das müsste ich auch mal machen. Einfach mal einen Stream starten. Was weiß ich, schon mittags und dann auf flauschig und dann mal gucken, ob man es schafft, innerhalb kürzester Zeit Grounded durchzuspielen. Einfach im Stream alles mal abgerannt, was geht. Nehmen wir sie doch gleich mit. Noch mal machen könnten. Ich glaube, wir gehen hier noch mal in die eine Salzhöhle rein. Damit so in der Hoffnung, dass wir eventuell das Salzamulett auch bekommen. Oh, keine Ausdauer. Ich glaube, ich spinne. Jedes Mal, wenn wir gerade bei einem Gegner ankommen, ne? Tschüss. Machen wir mal hier Licht. Wo haben wir denn Licht? Wo ist er dann? Da.
So. Das war sogar die falsche Höhle. Naja, was heißt falsch? Wir brauchen ja hier das Gedöns. Umso besser wir unsere Waffen hochleveln können, umso besser ist es ja. Wenn ich überlege, wie wir hier angefangen haben, wie schwer es war, überhaupt hier irgendwie durchzukommen, und mittlerweile läuft es ganz gut. Aber es ist, wenn man bedenkt, die Marienkäferrüstung ist auf Stufe 9 zum Teil. Da ist das andere Loch, ja. Komm, lass dich doch mal ein bisschen hauen von mir. Ich habe gesagt, du von mir hauen lassen, nicht umgekehrt. So, komm da mal runter. Da kommt jetzt noch einer. Komm raus. Ja. Alles. Und hier kloppen wir uns das ganze Salz mal ab. Optimal wäre es natürlich, wenn ich jetzt noch die Axt auf Salz leveln würde. Weil die ist nicht schlecht bei den Termiten. Das haben wir. Wenn wir Glück haben, kriegen wir hier Salzamulett. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ob wir da letztendlich dann Nutzen haben, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber was wir haben, haben wir, ne? Voll. Hier so ein Kram kann hier Müll. Nur 8 Zangen für so ein bisschen hier, ne? Sieht diesmal nicht nach Amulett aus. Das habe ich sonst immer hier unten direkt beim ersten Run gekriegt. Haben wir irgendwo noch einen übersehen vielleicht? Nee. Dann halt nicht. Dann können wir jetzt so langsam wieder nach Hause. Aber gut, wir sind bei 35 Minuten schon angekommen. Es ist ja wirklich viel passiert jetzt in der Folge. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, ne? Ihr kennt das Spielchen. Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss.